Vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Wenn Sie jetzt Zwiegespräch beendet haben, würde ich mich über Ihre Aufmerksamkeit freuen. Vielen, vielen Dank, auch wenn das schwierig ist, Frau Bär hinter der Kamera, ich sehe das. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer auf der Tribüne und zu Hause, zunächst mal herzlich willkommen der FDP im Boot. Ich persönlich finde das ja gut, wenn man seine Meinung ändert und wenn man sich hier hinstellt und auch dazu steht, dass man früher mal einen Fehler gemacht hat und dass man heute Dinge anders sieht. Von daher willkommen im Boot, wirklich von Herzen von unserer Seite aus. Ich habe drei Punkte. Der erste Punkt ist, warum sollte man das Kooperationsverbot aufheben? Warum sind auch wir dafür? Die Föderalismusreform, die wollte einen Wettbewerb schaffen im Bildungsbereich. Und wir Piraten glauben, dass das ein großer Fehler ist, denn Bildung ist kein Gut, dass man einfach von A nach B bringen kann, dass man im Osten billiger produzieren kann als im Westen oder dass im Norden besser ist als im Süden, sondern die Menschen leben, wo sie leben und nur ganz wenige Privilegierte haben wirklich die Möglichkeit, ihre Kinder, um ihnen eine bessere Bildung zu ermöglichen, in ein anderes Bundesland zu schicken, auf eine Schule. Und von daher können wir die Bildung nicht einfach so im Wettbewerb stellen und wollen das auch nicht haben. Warum sollte man den Bund beteiligen bei der Finanzierung der Bildung? Die Prognosstudie Fiskalische Wirkung des Ganztags hat ganz klar gesagt, die Kosten für die Ganztagsbeschulung liegen beim Land und liegen bei den Kommunen. Die Mehreinnahmen durch Einkommenssteuer, Mehreinnahmen und im Bereich der Sozialversicherungsbeiträge liegen auf Bundesebene. Dann soll der Bund doch bitte auch etwas von diesen Mehreinnahmen weiter und abgeben. Bei der Aufhebung des Kooperationsverbots sind wir uns hier also relativ einig. Aber wenn ich den FDP-Antrag lese, dann liest er sich so ein bisschen wie Ganztag, das ist die Betreuung der Kinder, damit die Eltern flexibler sind für den Arbeitsmarkt. Wir Piraten glauben, Ganztag, das ist keine Betreuung, sondern das muss ein pädagogisches Angebot sein. Es muss eine vernünftige Balance sein zwischen Entspannung, zwischen Spielen und Lernen und optimal sogar als Konzept über den ganzen Tag und nicht nur in den Bereich des Nachmittags gedacht. Ziel des Ganztags und der Ganztagsbetreuung sind die Kinder und sind bitte nicht der Arbeitsmarkt. Und ein letztes, wenn wir schon so eine, der Kollege Keimes, als Vorsitzender Präsident hat gerade gesagt, eine breite Mehrheit haben für die Aufhebung des Kooperationsverbots im Bildungsbereich, dann lassen Sie uns doch demnächst auch mal reden über die Ausnahme des Bildungsbereichs bei der Schuldenbremse. Das würde der Bildungsrepublik wirklich weiterhelfen. Vielen, vielen Dank.